Willkommen zum neuen Video von TuningBlog. Heute stellen wir euch das Volvo XC90 Facelift 2025 vor. Ein Update, das dem beliebten Luxus-SUV zu einer Verlängerung seines erfolgreichen Lebenszyklus verhilft. Bevor wir loslegen, lasst uns doch ein Abo da, damit ihr keine spannenden News aus der Welt der Autos verpasst. Während Volvo mit dem vollelektrischen EX90 ein neues Kapitel aufgeschlagen hat, bleibt der XC90 seinem Verbrennungsmotor treu und bekommt als Ergänzung zur elektrischen Alternative eine Modellpflege. Diese Verlängerung ist ein geschickter Schachzug, da die Nachfrage nach reinen Elektrofahrzeugen in vielen Märkten noch zurückhaltend ist und sich Elektrofahrzeuge für Hersteller finanziell oft weniger attraktiv gestalten. Volvo reagiert also geschickt auf den Markt und bringt den XC90 als Verbrenner weiter an den Start. Eine willkommene Option für all jene, die am traditionellen Antrieb festhalten wollen. Der XC90 bleibt dadurch neben dem neuen EX90 eine der Säulen im SUV-Sortiment von Volvo und zeigt, dass nicht jeder auf rein elektrische Modelle umsteigen möchte. Das Facelift hält den Volvo XC90 technisch wie optisch frisch, damit er auch neben dem EX90 glänzt. Anders als einige seiner Konkurrenten verzichtet der XC90 weiterhin auf Diesel und Sechszylinder, bleibt jedoch in der beliebten Top-Version T8 als Plug-in-Hybrid PFI verfügbar. Wer keine Lust auf Laden hat, kann alternativ die Mild-Hybrid-Varianten B5 oder B6 wählen. Der XC90 T8 bietet dank seiner 8,8 Kilowattstunden großen Batterie eine elektrische Reichweite von rund 70 Kilometern, weniger als manche Konkurrenten, die oft bis zu 100 Kilometer schaffen, aber dennoch beeindruckend für den Alltag. Der Antrieb kombiniert einen 2 Liter großen Turbomotor mit 228 Kilowatt, 310 PS, mit einem Elektromotor, der 107 Kilowatt, 145 PS beisteuert. Diese kraftvolle Kombination ermöglicht ein Drehmoment von über 700 Newtonmetern und beschleunigt den Wagen in 5,4 Sekunden aus dem Stand. Allerdings endet die Fahrt bei einer Höchstgeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern, früher als bei einigen Mitbewerbern. In Deutschland startet der XC90 zusätzlich mit der B5-Version, die auf einen Vierzylinder mit 184 Kilowatt, 250 PS setzt. Während andere Märkte auch den B6 mit Turbolader und elektrischem Verdichter bekommen, der 221 Kilowatt, 300 PS bietet. Die Innenausstattung des Facelifts bringt neue Leuchten, komfortablere Sitze und ein aktualisiertes Cockpit. Der Innenraum des XC90, ob in der 5-, 6- oder 7-Sitzer-Variante, erhält das vertikal platzierte Display in 11,2 Zoll, wie man es schon aus dem EX90 kennt, und liefert alle relevanten Informationen klar und übersichtlich. Preislich geht es bei 79.890 Euro für den XC90 B5 los und endet beim Spitzenmodell XC90 T8 AWD bei 94.890 Euro. Wir hoffen, dass euch der Einblick in das 2025er Facelift des Volvo XC90 gefallen hat. Lasst uns gern ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Neuigkeiten und Updates zu den spannendsten Modellen und Trends in der Automobilwelt verpasst.